Sieht voll schön aus. Farblich sieht alles voll gut aus. Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei The Nosy Rosie am Samstag. Mein Name ist Theresa und falls ihr euch jetzt wundert, was macht die denn hier? Was macht die hier? Was soll die hier? Woher kommt die jetzt bitte her? Dann erkläre ich euch das nochmal ganz kurz, falls ihr es noch nicht wisst. Drei von den Nosy Rosies werden sich jetzt einen Sendetag oder einen Sendeplatz teilen. Und dafür wurden zwei neue Nosy Rosies ins Boot geholt. In dem Fall ist es Sarah am Dienstag und Theresa am Samstag. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch allen da draußen für diese Unterstützung, dass Sarah und ich jetzt diese Chance kriegen, hier bei diesem Projekt mitzumachen. Ich habe mir alle Kommentare von euch durchgelesen und war unglaublich begeistert. Manchmal schon ein bisschen verlegen. aber ich habe mich wirklich riesig gefreut. Also ich habe das gelesen, ich hätte nie damit gerechnet. Ich wurde ja eigentlich mehr überzeugt, das zu machen, als ich wirklich überzeugt war, dass ich sowas kann. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich... Es ist ja wirklich eine ganz neue Situation, mit der Kamera zu sprechen, mit so einem Loch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Ich finde es voll seltsam. Ja, es ist schön, dass du da hinten sitzt. Dass ich wenigstens noch ein Gesicht sehe und mir nicht ganz so blöd vorkomme wie so eine Schizophrene. Ja, liebe Leute, danke, danke, danke dafür. Ich hoffe, ich werde meinen Job gut machen. Ich tue mein Bestes. Kritik ist erwünscht, wisst ihr, habe ich ja letztes Video, mein Bewerbungsvideo, falls ihr es gesehen habt, schon gesagt. Heute Samstag soll ja endlich das neue Layout für den Kanal auf YouTube kommen, für The Nosy Rosie. Ich bin schon riesig gespannt. Ich glaube, das wird richtig, richtig schön. Und ich habe es auch noch nicht gesehen. Darum freue ich mich, glaube ich, genauso, wenn nicht sogar noch mehr darauf. Genau. Und ich freue mich riesig auf das Intro. Das wird am Samstag für uns Nosy Rosies veröffentlicht. Also wir können das dann sehen, alle werden... Also ich bin schon richtig, richtig gespannt drauf. Und dann ab nächster Woche werden wir Nosy Rosies diesen einheitlichen Vorspann in unserem Video haben. Also seid gespannt und schaltet ein. Und sagt uns, was ihr davon haltet, wie ihr es findet. Eure Kritik, hoffentlich positives Feedback. So, jetzt komme ich mal zum Wochenthema. Das Thema lautet Late Bloomer. Ich habe mir im Vorfeld schon Gedanken über das Thema gemacht, Late Bloomer. Und habe mich dann gefragt, was die eigentliche Definition eigentlich ist. Late Bloomer natürlich ja, Spätzünder. Ich glaube, da hat jeder so eine Assoziation im Kopf dazu. Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Die Frage ist jetzt, ist es jemand, der vielleicht auch schon immer oder, also immer, ne, oder schon im Teenageralter sexuelle Kontakte mit gleichgeschlechtlichen Personen hatte? Also ich gehe jetzt mal von uns Lesben aus. Jemand, der eine Frau, die schon in ihrem Teenageralter mit anderen Frauen Kontakt hatte, sexuelle Kontakte, aber für sich sagen konnte, okay, es ist körperlich, aber das war es auch. Da können keine Gefühle entstehen, ich kann mir das nicht vorstellen, das ist einfach ein rein sexuelles Interesse für mich. Oder ist es eventuell sogar jemand, der zwar merkt, da könnte auch gefühlstechnisch was entstehen, aber nicht den Mut hat und dann erst später ausbricht, also die Gefühle wären da gewesen früher, aber er hat sich viel später erst geoutet. Ist er dann trotzdem ein Spätzünder? Oder eben die erste Variante, jemand, der zwar sexuelle Kontakte hatte, aber sich sicher war, da werden keine Gefühle entstehen. Ja, und eine dritte Möglichkeit wäre natürlich auch noch, dass man sagt, jemand, der noch nie irgendwie was gespürt hat, kein Prickeln, kein Knistern und keinerlei
Interesse am selben Geschlecht gezeigt hat und dann irgendwann so merkt, oh, hoppla, da ist ja noch viel mehr. Da könnte ja noch irgendwie gefühlsmäßig was passieren. Oder auch sexuell. Was haltet ihr davon? Was sagt ihr dazu? Ich würde gerne eure Meinung hören. Ab wann ist ein Spätzünder ein Spätzünder? Ist es jemand, der eventuell um die 25 ist, 30 oder natürlich aufwärts? Oder ist es auch schon jemand mit 20? Weil, denke ich mal, viele unter euch auch vielleicht 16, 17, 18 sind und würdet ihr uns dann, diejenigen, die erst mit 20, 21 feststellen, dass da eventuell noch mehr möglich ist, das davor schon so realisieren, aber ja, dann erst wirklich dazu stehen und dass das ganz ausbricht. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir einen Comment und sagt mir, was ihr dazu denkt. Ich habe mir noch so Gedanken gemacht über das Wort Spätzünder. Und zwar ist ja spät eigentlich schon so ein Wort, mit dem man eher Negatives verbindet. Also spät, Mensch, du bist viel zu spät gekommen, ich warte hier schon ewig. Oder, ah, da kommen sie leider zu spät, die Schuhe wurden gerade eben verkauft. Oder, Mensch, sie wollten gerade noch ihre Doktorarbeit abgeben. Gucken sie mal, es ist viel zu spät jetzt. Pech gehabt. Was genau soll ich davon halten? Also ist es wirklich schlimm? Ist es gar nicht schlimm? Was sagt ihr dazu? Was ist euer Gedanke dabei bei dem Wort Spätzünder? Gibt es auch Frühzünder? Gibt es auch Frühzünder? Oder gibt es Blindgänger, die ihr ganz Leben lang leben und gar nicht merken, dass da was tickt? Sagt mir eure Meinung. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das sieht man nicht so. So. Pickel. Ganz große Augen. Pickelig und rot. Das hast du nicht gesehen.